WordPress ist eine beliebte Software, die du nutzen kannst, um deine Website zu erstellen. Das ist eine kostenlose Open Source Software mit sehr vielen Erweiterungen, zum Beispiel Schnittstellen zu all deinen Systemen, die du sonst schon im Einsatz hast, für E-Mail-Marketing und so weiter. WordPress ist aber nicht für jedes Projekt geeignet. Es hat Vorteile und auch ein paar Nachteile. 5 Grundlagen, die du wissen musst, bevor du loslegst mit WordPress. Punkt Nummer 1, das ist oft ein bisschen verwirrend. WordPress.com, WordPress.org, was ist jetzt das Richtige? Es gibt eine einfache Antwort. WordPress.org ist das richtige Projekt. WordPress.com, Finger davon, nie aufrufen diese Website. Kleine Faustregel. Vorteil für dich aber, weil das so verbreitet ist, ist es ziemlich sicher so, dass dein Hosting-Anbieter eine One-Click-Installation mitliefert für WordPress. Praktisch alle bieten das an. Du kannst einloggen in deinem Hosting und da klicken, hey, auf meine Website.ch will ich ein WordPress installieren, und 2 Minuten später steht das dir zur Verfügung. Ein Standard leeres WordPress mit ein paar Beispielseiten drin. Fertig ist deine Website. Musst du nur noch deine Inhalte einpflegen. Aber warum gibt's dann auch noch dieses WordPress.com? Ja, WordPress.com ist wie Wix.com oder Jimdo.com. Ja, Finger weg von solchen Plattformen. Die machen recht viel möglich mit Drag and Drop und sehr, sehr einfach. Aber du schlägst sehr hart mit dem Gesicht, mit der Nase hier an der Wand an, wenn du wirklich weiterkommen willst mit deiner Website. Wenn du wirklich dann anfangen willst, Kunden zu gewinnen über die Website. Für ein kleines Hobbyprojekt, okay, Wix nehmen, WordPress.com nehmen, aber für ernsthaft Leadgewinnung, Kundengewinnung, dann eher WordPress installieren auf einem Hosting-Anbieter. Aha, jetzt bin ich in der Stadtparty und schneide das Video und merke, dass ich den 2. Punkt komplett vergessen habe, nämlich WordPress bietet zwar ein bisschen, aber nicht ganz das Drag-and-Drop-Erlebnis an, wie du es vielleicht kennst von anderen Plattformen wie Wix oder Jimdo. Das musst du dir bewusst sein. Es ist ein bisschen komplexer dann, die Gestaltung der Website. Du kannst nicht einfach Drag-and-Drop-Dinge herumziehen. 3. Punkt. Du bist verantwortlich für die Sicherheit deiner Website und für die Sicherheit der Besuchenden deiner Website. Was heißt das? WordPress und alle Websites werden täglich laufend angegriffen von automatisierten Systemen, die versuchen, sich einzunisten, Schadcode einzunisten und schlechte Dinge zu verbreiten, entweder Links oder wirklich Schadsoftware. Das alles automatisiert. Du kannst nicht sagen, ja, niemand hat etwas gegen mich, sondern jede Website wird angegriffen mit dem Versuch, diese Löcher zu finden, wo sie sich einnisten können. Okay? Das heißt, du musst dir Gedanken machen zur Sicherheit. Vielleicht brauchst du eine betreuende Person, musst dir sicher Gedanken machen, wer macht die regelmäßigen Sicherheitsupdates. Die sind kostenlos und sehr einfach gemacht, aber wer ist da wirklich zuständig dafür? Bist du das? Gehst du regelmäßig rein oder brauchst du eine betreuende Person, die das für dich macht? Okay, da wirst du wahrscheinlich das eine oder andere Plugin dazu noch brauchen, um die Sicherheit auch noch zu erhöhen. 4. Punkt. WordPress ist Open Source. Tausende, aber tausende Leute machen hier mit. Aber es gibt keine Telefonnummer, wo du 24/7 anrufen kannst, wenn du Probleme hast. Auch hier die Überlegung, vielleicht hast du eine betreuende Person, die das für dich übernimmt. Es gibt sehr viel Material über WordPress online. Es gibt die Community-Foren, wo diese Frage, die du vielleicht jetzt hast, schon gestellt haben und die Antwort schon da steht. Praktisch für alles steht die Antwort schon da. Aber eben, das ist kein garantierter 24/7 Support, wo du einfach anrufen kannst. 5. Punkt. Backups. Du installierst WordPress mit 1-2 Klicks auf deinem Hosting und dann machst deine Website. Super.
irgendwas passiert, irgendwas machst du falsch, Website sieht nicht mehr richtig aus. Da ist dann gut, wenn du nicht alles rückverfolgen musst, sondern einfach sagen kannst, hey, ich spiele jetzt ein Backup von gestern ein und alles ist wieder auf diesem Stand von gestern und sauber. Oder Schadsoftware kommt wirklich, nistet sich ein in deiner Website, Hosting-Anbieter sagt automatisch dann, hey, du musst das reparieren, wir schalten deine Website ab. Dann ist auch gut, wenn du zum Beispiel 2 Monate zurückgehen kannst und eine sicher saubere Version installieren kannst. Meistens geht das dann auch mit 1-2 Klicks, aber du musst dir Gedanken machen, bietet das dein Hosting-Anbieter an, beziehungsweise meistens schon, aber wie weit in die Vergangenheit? Vielleicht musst du das auch noch einschalten. Vielleicht kostet es ein bisschen mehr, je nach Anbieter. Und kostet es allenfalls etwas, wenn man eine Wiederherstellung machen muss. Das waren jetzt von meiner Seite 5 wichtige Punkte vor dem Einsatz von WordPress. Es gibt dann sehr viele Punkte während oder auch bei der Planung des konkreten Einsatzes von WordPress. Das dann für andere Videos. Wenn dir solche Videos gefallen, hey, folge mir.